Moin Sens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakfast. Es ist spät am Abend, meine lieben Freunde, und ich habe die ganze Zeit überlebt, was ist mein Thema der heutigen Folge, und soll ich denn sagen, nach sehr lang, wirklich sehr, sehr lang überlegen, habe ich mich auch dazu entschieden, euch mehrere Dinge zu fragen. Und zwar sind das an der Zahl 3. Also, was ist der 3? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die 3 Fragen überhaupt zusammenkriege. Aber, also pass auf, das erste Mal, was ich zwar will, was ich mir sehr wünsche, und zwar, die meisten sicherlich wissen, ich mache Breakfast LP ja nicht für mich, sondern für euch. Und ich würde halt gerne so krass und so stark wie möglich halt euren Zuschauerwünschen entsprechen. Und deswegen wäre jetzt halt meine Frage, ich habe ja mehrere Formate, also, oder generell, was ist die Grund, die ihr euch so von mir wünschen würdet? Würdet ihr euch mal von mir sowas Challenge-mäßiges wünschen, wie das Alberto macht? Würdet ihr euch mal von mir mehr 2v2 wünschen? Unholy ist wieder aktiv, das heißt, wenn definitiv jetzt bald wieder mit 2v2 losgehen. Oder wünscht ihr euch weiterhin Zombie-Runden mit Happy oder Easy? Oder wollt ihr einfach mich alleine sehen in einem Team-Kampfraum? Bitte Leute, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Das wäre jetzt mal wirklich sehr, sehr wichtig, damit ich mal weiß, was ich machen soll, worauf ich mich verlassen soll. Einfach alles mal. Das wäre für mich persönlich einfach mal wichtig, damit ich weiß, wie ich zumindest euren Wünschen mehr entsprechen kann. Denn mir geht es halt darum, dass ihr beim Zuschauen halt nicht so, wie es früher immer üblich war. Ich habe ja eine durchschnittliche Wiedergabezeit und die war bei den meisten Videos fast, ich mit der 8 Minuten liegt ungefähr 2 Minuten. Und ich möchte halt, dass von aus diesen 2 Minuten halt ein ganzes Video wird. Dass die Durchschnittszeit einfach ein ganzes Video bleibt. Und deswegen ist mir das halt auch so extrem wichtig, dass ich jetzt auch zu dem Format komme, was ich mal eine Runde Zombie-Modus alleine, oder was ich mir auch vorstellen kann, was halt viele sich wünschen, dass ich vielleicht sowas mal im Wechsel mache. Ich bin gerne zu allem bereit, aber ich brauche dazu eure Hilfe. Bitte wirklich an alle, die dieses Video gucken, bitte nehmt euch mal die Zeit, kommentiert das jetzt. Es ist mir persönlich jetzt einfach mal ein bisschen wichtig, weil, ja, was soll ich dazu einfach sagen? Alles Wichtige habe ich jetzt schon gesagt und ich will mich nicht wiederholen, dann bin ich nicht so geistig, mir hat das Spaß. Aber es stimmt einfach, ich möchte mir Mühe geben, damit die Videos für euch schöner sind. Und ja, also langsam ist es halt, komme ich halt auch langsam in Bereiche. Wir haben jetzt in wenigen Wochen jetzt schon über 18 Abonnenten gemacht. Normalerweise gab es früher eine Zeit, da haben wir vielleicht im Monat 1 bis 2 Abonnenten gemacht. Und Da bin ich einfach stolz, dass irgendwie mehr Leute langsam meinen YouTube-Channel kennen. Nochmal an alle Neuzugänger, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. An die Alten auch, schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Aber ich muss einfach nochmal an dieser Stelle das einfach loswerden. Es wäre einfach schön, wenn ihr mir einfach mal Bescheid sagt, was sind so eure Meinungen, eure Wünsche. Weil jetzt neues Jahr, neues Glück. Ich würde mich gerne bessern mit eurer Hilfe. Ich habe auch schon sehr, sehr lange überlegt, ob ich dieses Projekt starte. Und ich will jetzt noch nicht zu viel dazu sagen, aber wie ihr sicherlich wisst, es ist ja zurzeit so, ich habe so einen 2-Tages-Rhythmus, auf jeden Fall der Rhythmus. Ich habe ja so einen 2-Tage-Rhythmus, wo ich jeweils ein Breakfast-Display hochlade. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele gibt, die sich einfach mal wünschen, dass ich mir mehr machen würde. So wie damals, als ich zwischenzeitlich mal mit Outlast geplayt habe und sowas. Ich denke schon, dass ich da ziemlich viele wünsche, dass ich mir da auch so was mache. Ich hoffe es, alles andere wäre natürlich ein bisschen schlecht für mich. Keine Sorge, Breakfast wird dadurch nicht vernachlässigt werden. Dann werde ich halt in einen krassen Rhythmus halt reingehen. Halt, dass jeden Tag ein Video kommt. Muss ich mich halt ein bisschen mehr anstrengen mit der Aufnahme, aber für euch mache ich das. Aber ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Also ich habe alles Wichtige jetzt gesagt und ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach mal, wie krass scheiße ich gerade bin. Weil mehr kann man dazu gerade nicht sagen. Alter, bin ich gerade schlecht. Mann. Und in den letzten 5 Sekunden sogar nochmal gestorben. Das ist gigapeinlich. Jumpen wir gleich nochmal runter. Immerhin zum Unentschieden haben wir es noch gebracht. Und die Runde geht hier eine schneller vorbei als die andere. Oh Gott, es ist bei mir gerade wirklich so... Moment. Ach, sorry, Leute. Es ist gerade bei mir wirklich so... Ja, wie soll ich sagen? So... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Dafür auch nochmal ein Sorry von mir. Ich habe gerade so auch so ein paar Brainlags. Und was ich auch noch sagen möchte, Leute, ich werde jetzt relativ krass im Voraus aufnehmen, weil ich werde demnächst wahrscheinlich ein krasses Computerverbot bekommen. Warum, die Hintergründe habe ich schon mehrmals genannt. Ich werde wahrscheinlich bald meine Physik-Ex präsentieren, genauso wie meine Klassenarbeit.
Und die müssen irgendwie geistig bereit sein, also werde ich jetzt am Stück demnächst einfach mal mehr Videos rausklappen. Deswegen nicht wundern, falls ich keine aktuellen Themen anspreche und auch höchstens in den Kommentaren mal antworten kann. Also da wird jetzt nicht allzu enttäuscht sein. Gut, wenn ich jetzt noch einen Weg finde, dann bin ich glücklich. Wo geht's hier lang? Ah. So, ich finde ja gerade nichts und niemand. Nein! Oh nein, jetzt habe ich Radar eingesetzt. Hat er mir jetzt echt noch gestealt? Das ist so ein Lappen, ey. Also sagen wir so, wir campen ja gerade am Spawn, das ist nicht ganz fair. Muss man so zu sagen. Ich finde schön, dass die Waffen nur so zwei Schüsse machen muss, dann sind die weg. Ich weiß, es gibt auch andere Gegner, auf die man gehen könnte. So eventuell, ganz vielleicht. Muss man ja nicht. Ach ja, und nochmal an alle Leute, die meine Videos gucken, Leute, bitte zwei Dinge. Erstens, hört auf mich zu fragen, nee, kann ich weiter. Ich bin nur ein ganz einfaches Mitglied, das glücklich ist, sein Leben zu fristen zu dürfen. Und ich danke auch nochmal vielen Dank da jetzt an den, dass ich damals geklappt durfte. Ich bleibe auch dort für immer drinne. Und nochmal diesen Gespräch entgegenzuwirken, ein Abo-Clan aufzumachen. Das werde ich definitiv zumindest bis zu den mindestens 10.000 Abos zumindest erstmal nicht machen. Und zum Zweiten, bitte wendet euch da, falls ihr ein Test mit wollt oder so, an Gecko. Ich kann nur sagen, wie es ist, auch wenn er nicht einer antwortet, der, was kommt der, wie oft der täglich zugefallen wird. Gecko, darf ich mir es, bitte? Ihr müsst einfach hoffen, dass er euch annimmt, wenn ihr gut und wenn ihr mit Zocken da gut aufhält. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bitte lasst mich da auch mal in Ruhe. Ich will einfach nur mal zocken. Weil mir geht es auch langsam auf den Geist. Ich habe ja gesagt, dass ich wirklich jedem antworten werde. Und das werde ich auch probieren, weiterhin zu machen. Aber wenn das wieder sowas ist, so... Ja, komm, lass mich bitte White Shark oder sowas, Leute. Ich bin weder für Testmatches zuständig, noch so. Ich, wie schon gesagt, ich friste mein Leben hier. Und bin damit zufrieden. Mehr will ich nicht. So, das war jetzt eine etwas längere Ansprache. Ich muss sagen, ich bin... Oha, mein Prämie ist auch schon weg. Du hast diesen Idioten geschworen. Oha. Boah, Alter, geil. Boah, Dreifachstil. Nice. So, der rammelt durchs Portal. Achso, das ist Garrett. Das war knapp jetzt. Passen wir einfach mal auf. Noch 2 Minuten 30 möchte ich jetzt zumindest noch überleben. Ah! Ultra knapp. So langsam gibt mir auch wieder die Munition aus. Also wie gesagt, wie schon am Anfang nochmal angesprochen, falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, mir sind persönlich diese beiden Dinge wichtig. Erstens, lasst mich einfach noch oder wenn ich sage, GP, machst du Let's Play? Leute, bitte, im Ernst. Das ist sowas so YouTube-geil. Das jetzt aus was ein, ich mir jetzt auch das vornehme. Auf so etwas werde ich in Zukunft nicht mehr antworten, ja? Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das hat einfach nur zu tun, lass mich doch einfach nochmal meinen Spaß in den Runden haben und meine Runden genießen. Das ist so. Das versorgt mir einfach den Spaß einer Freude, wenn ich so direkt werde, sag ich. Alles sowas ist schön und ehrlich, unterhalte mich gern mit meiner Community, also wenn ich mal mit solchen Leuten im Raum bin, die dann sagen, ey GP, bin ein Abonnent, bin ein Fan, bin ein Channel, das ist wirklich schön, da kriege ich jedes Mal, gibt mir das mein Herz ein kleines bisschen auf, weil du weißt, die Leute gucken deine Videos und finden die schön und da freut man sich einfach, aber dann sowas wie, oh, GP, machst du LP oder, was mir noch persönlich am Herzen liegt, worüber ich mich immer wieder aufrege, Leute, so Zombie-Runden, ne, bin halt auch wieder, Stalken da. Das versaut mir den Spielspaß, wenn ihr ein Zombie seid. Dann habe ich gleich keinen Bock mehr. Da werde ich mich ganz am Anfang sofort Zombie holen. Ja, gut, für euch leichtes Opfer. Ich kann es nur sagen, falls ihr das machen, bitte lasst es. Also Leute, das war's von Brickforce Let's Play von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein. Habt eine schöne Woche. Tschüss.